Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Evoland. Wir werden in dieser Folge, wie angekündigt, weiter gen Süden reisen und schauen, dass wir dort unsere Hauptstory weiter voranbringen. Das ist jetzt für mich eine neue Aufnahmesession, also falls ihr euch wundert, dass ich vielleicht irgendwie anders klinge oder anders drauf bin oder was auch immer, dann liegt das darin begründet und ich bin... Nachdem ich das gestrige Videomaterial durchgeschaut habe, weil ich habe alle Folgen, die vorher kamen, am Stück aufgenommen, habe ich ja, so ein bisschen rumprobiert in den letzten Folgen, ne, mit verschiedenen Aufnahmesystemen, habe mir die Performance-Unterschiede so ein bisschen zu Gemüte geführt und habe jetzt nochmal ein bisschen an den Einstellungen rumgebastelt und ich glaube... Ich habe jetzt inzwischen für mich die beste Variante gefunden. Also langsam werde ich echt zum totalen Technik-Crack, wenn es so weitergeht. Boah, aber mein Headset ist gerade richtig laut. Warte mal, ich kann das hier in den Optionen nicht einstellen, ne? Nee. Kann das leider auch am Headset selbst nicht einstellen. Also wenn ich irgendwie für euch jetzt Nein schreien sollte, dann bitte ich das zu entschuldigen. Das liegt nicht in meiner Absicht, das zu tun. Hier sind wir auf jeden Fall noch nicht gewesen und da bin ich jetzt sehr gespannt. Oh, ich wollte eigentlich auch diese Bombe nicht nochmal ablegen, aber wir können ja mal gucken, was sich hier verbirgt. Vielleicht fliegt die Fledermaus da auch noch rein. Nein, das macht sie natürlich nicht. So, ja, wir haben, also für mich war die letzte Nacht, also ich habe das ja alles nachts aufgenommen, die ganzen Folgen. Das sind ja viele Stunden am Stück gewesen. Was ist das denn für ein kleines Bäumchen? Finde ich auch irgendwann mal irgendwas, um da durchzukommen? Keine Ahnung, aber diese Brücke da, die sieht irgendwie begehbar aus. Oder kann ich das auch wegspringen? Warte mal. Ja, die Nacht, die war irgendwie ganz komisch. Also ich habe da irgendwie, als ich heute früh aufgestanden bin, hatte ich echt so das Gefühl, als hätte ich die ganze Aufnahmesession irgendwie geträumt, ja. Ich habe mich in so ein richtiges Delirium reingeredet. Da ist ein dickes Steinchen, okay. Haben wir hier noch irgendwas Schönes mitzunehmen? Nee. Wir haben ja einen Teil von diesem komischen Amulett schon gefunden. Beim letzten, nee, beim vorletzten Mal war das, glaube ich. Okay, Zeitreisen. Treff den Kristall, um zwischen Marty damals und jetzt zu wechseln. Das ist ja interessant. Okay. Also wie gesagt, ich persönlich... mag ja diese Perspektive hier ein bisschen mehr. Also ich bin generell ja ein Freund von Vogelperspektive und so. Und jetzt weiß ich auch, was es mit diesem kleinen Bäumchen auf sich hatte. Und lass mich raten, ja, hier kommen wir nicht durch. Bomben haben wir allerdings immer noch. Das ist gut zu wissen. Na gut, dann schauen wir mal. Das ist ja cool. Ich dachte, wir bewegen uns jetzt hier in der... Bitte die kleinen Bäume nicht verbrennen. Ich habe, glaube ich, eh nichts, um die zu verbrennen, oder? Auch wenn hier ein Feuerchen lodert. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, ich dachte, das Spiel entwickelt sich nur in Richtung Zukunft. Ich finde das ja irgendwie gerade ziemlich cool, dass man hier auch wieder zurückspringen kann in der Zeit. Aber ich glaube, das System habe ich verstanden. Und diese Form von Rätsel, wenn sich das denn hier jetzt wirklich andeuten soll, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich das auch falsch, finde ich ja persönlich ziemlich cool. Wobei ich ja gehofft hatte, dass diese eine Stelle, wo man über diese... Nein, Autschen, wo man über diese leuchtenden Bodenplatten laufen musste ganz am Anfang. Sowas macht mir echt Spaß, also davon darf es gerne mehr geben. Das schien aber irgendwie eher so eine Eintagsfliege zu sein. Da ist irgendeine Falltür oder so. Und hier komme ich nicht weiter. Aber ich würde weiterkommen, wenn ich jetzt hier irgendwie so ein Steinchen hätte, aber vielleicht finden wir da unten ja irgendwas. Okay. Oh nee, nicht schon wieder diese Dinger hier. Warte mal, hier komme ich dann wieder raus, alles klar. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier ein bisschen vorsichtig laufen. Eigentlich würde ich das gar nicht so schlimm finden, wenn wir so eine Kamera hätten, die aus der Vogelperspektive das alles von oben zeigen würde. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde diesen schrägen Blickwinkel irgendwie etwas irritierend. So, auf jeden Fall will ich die Kiste haben. So viel steht schon mal fest. Und wenn ich in dem ganzen Part jetzt hier nur im Kreis laufen muss, ohne irgendwie Fortschritt zu erzielen. Hä? Okay. Es wird dann wohl irgendwo ein Weg sein, der auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist, schätze ich mal. Das heißt, wir laufen jetzt hier mal außen lang.
Boah, ich wette, es gibt so viele Guides im Internet, um sich das jetzt zu vereinfachen. Auf der anderen Seite verstehe ich die Leute halt nicht, die auf sowas zugreifen. Erst für ein Spiel bezahlen und dann nach Anleitung spielen, ja. Das ist, weiß ich nicht, für mich klingt das irgendwie alles andere als nach Spaß, aber muss natürlich jeder für sich selbst wissen. So, hier komme ich jetzt bestimmt zu der Kiste, jawohl, sehr schön. Sieht man, glaube ich, auch, weil die Öffnung ja so ein bisschen nach Norden gezeigt hat. Bogen! Öffnet euer Inventar, um zwischen Schwert und Bogen zu wechseln. Cool. Ich habe ehrlich gesagt mit allem gerechnet, aber nicht damit, aber das ist schon mal gut. Ich will jetzt wissen, ob man damit auch Gegner irgendwie abdingsen kann. Ja, sehr cool. Aber das wird mit Sicherheit für das ein oder andere Rätsel hier auch noch Relevanz haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Würde mich auf jeden Fall wundern aus Entwicklersicht, wenn man dieses Potenzial dafür nicht genutzt hätte. So, hoffentlich habe ich jetzt hier keine andere poröse Wand übersehen. Was haben wir hier? Ich habe jetzt auch aktuell nur einen Stern. Ach, ich weiß. Mit dem Bogen kann ich wahrscheinlich diesen komischen Kristallzeitverschiebungsdingens-Mechanismus irgendwie aus der Ferne auch lostreten und dann an dem kleinen Bäumchen vorbei. Yay! Ich habe ein Rätsel noch verstanden, bevor ich überhaupt anfange, mich dran zu setzen. Toll, ne? Wird wahrscheinlich jetzt nicht so mega herausfordernd gewesen sein, aber hey! Bei mir muss man manchmal in kleinen Schritten denken, wenn es so um Kombinationssachen und so geht. Jetzt möchte ich hier bitte rauskommen, ohne einmal irgendwo reinzuplumpsen. Aber ich merke auch, wie ich immer mich richtig ungeduldig werde. Also vor allen Dingen, wenn es um Rückwege geht, das ist ganz schlimm. Deswegen habe ich in dieser einen Mine auch, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge, wo ich mich so ein bisschen schwer damit tat, einen geeigneten Speicherpunkt zu finden und dann den dann gefunden habe, wo ich euch noch vorgespult habe. Und dann an dieser kurzen Feuerstelle nochmal schnell vorbei wollte, um weiterzuspielen. Da bin ich ja auch die ganze Zeit in die Lava geplumpst. So. Ja, so ist das manchmal. Nein, 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 nein. Okay, Gott sei Dank keinen Schaden gefressen. Wäre ganz gut, wenn wir... Achso, wir haben schon volle Energie. Aua, ja, okay, soviel zu dem Thema. Hat ja echt toll geklappt. Wir haben ja volle Energie. Zack, nochmal vom Gegner getroffen. So, trotzdem bleibt jetzt die Frage, wie ich das jetzt genau anstellen soll. Weil da muss ich vorbei. Ich muss das Bäumchen einfach anbrennen, weil es ja gerade hieß, dass wir hier kein Feuer... Ah, okay, ich glaube, dann habe ich doch nicht richtig kombiniert, aber ich habe es, glaube ich, doch begriffen, oder nicht? Warum brennt das nicht? Okay, vielleicht habe ich es doch nicht begriffen, keine Ahnung. Aber mit dem Pfeil kann ich das auf jeden Fall schon mal aktivieren. Vielleicht werde ich jetzt hier das Ganze zum Brennen bringen können. Ah, die Zukunft ändern. Der kleine Baum wächst in der Gegenwart nicht mehr. Ich verstehe. Cool. Das mag ich. Ich liebe irgendwie total das Gameplay in diesem Spiel. Das ist total schön. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das dann irgendwie nicht so umfangreich sein soll. Aber ich ziehe das Let's Play mit meiner Spielweise wahrscheinlich eh schon wieder total in die Länge. Aber muss halt auch mal sein, ne? Also was heißt mal? Es tut mir halt für die Leute leid, die nicht wissen, wie ich meine Let's Plays sonst aufziehe und sich jetzt so denken, what the fuck passiert hier gerade? Warum nimmt mir die Frau so viel von meiner Lebenszeit, ja? Aber alle anderen dürfte das eigentlich nicht großartig überraschen. So, hier haben wir einen Kristall, hier haben wir noch ein Bäumchen. Da rechts haben wir eine Feuerstelle. Und hier haben wir eine kleine Ecke, wo sich nichts befindet. Okay. Auf den ersten Blick weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich tun sollte, aber das werden wir bestimmt noch rausfinden. Vor allen Dingen frage ich mich, wie man da hochkommen soll. Denn ich müsste ja da auch irgendwie das kleine Bäumchen zu Fall bringen. Da komme ich ja jetzt so zu Fuß auch nicht durch. Aber ich kann die Kisten ja auch in der Vergangenheit öffnen, oder? So, jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir hier laufen können. Ist das was zum Wegbomben? Ja, okay, das ist schon mal gut. So, was machen wir jetzt hiermit? Komm, kann ich jetzt von hier irgendwie da durchschießen? Nein, da ist mir leider das Ding im Weg. Und hier kann ich aber auch nichts zum Brennen bringen, wenn das nicht gerade irgendwie diese Mini-Bäumchen sind. Aber ich kann die nächste Feuerquelle entfachen. Das kann ich tun. Genau, und damit
das Bäumchen hier wegmachen. Sehr schön. Aber es löst trotzdem nicht das Problem, was ich habe mit dem... Das ist übrigens voll das Zelda-Geräusch, oder? Wenn man irgendwas richtig macht, oder bilde ich mir das ein? Aber ich habe mir auch am Ende von Final Fantasy 9 irgendwie eingebildet, dass ich da Zelda-Musik gehört habe. Deswegen, ja, bin ich da wahrscheinlich nicht so die zielsicherste, wenn es um die Einordnung geht. Aber wie kommt man jetzt zu der Kiste da nach oben? Das würde ich ja echt gerne mal noch wissen, so... Bringt das jetzt hier irgendwas? Die Feuerstellen haben, glaube ich, nur in der Vergangenheit eine Bewandtnis. Aber hier brauche ich noch irgendeine Möglichkeit. Irgendeine Feuerstelle, irgendwie die Möglichkeit, Feuer umzuleiten. Habe ich irgendwas übersehen? Ich meine, da ist auch ein Stein. Weil das jetzt allerdings irgendwas nützt, ich habe keine Ahnung. Ich will noch einmal kurz gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ich kann jetzt hier auch nicht irgendwie vorbei, ne? Oder man muss das zu einem späteren Zeitpunkt machen. Auf der anderen Seite habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich alle Items beisammen, die ich benötige. Hier haben wir auch noch eine Feuerstelle. Die wird mir aber nichts bringen. Verschieben kann ich die ja soweit auch nicht. Hm. Tja, keine Ahnung. Mich irritiert, dass dort dieser eine Kristall noch zu sehen ist, weil... Weil so. Einfach weil so. Ich kann das nicht mal begründen. Es irritiert mich einfach. Muss ja nicht immer alles einen Grund haben. Keine Ahnung. Oder der Baum, der soll einfach nur zur Verwirrung beitragen. Kann ich hier vielleicht mit einer Bombe diesen Kristall irgendwie erreichen? Oder ich lerne noch Mittel und Wege kennen, den Bogen vielleicht effizienter zu machen, um da irgendwie ranzukommen? Ich habe echt keine Ahnung. Aber der scheint an Bäumen nicht vorbeikommen zu können. Egal ob an großen oder an kleinen. Vielleicht wird sich die Welt hier auch irgendwann noch verändern. Ja, muss ich leider zähneknirschend jetzt aufgeben. Und ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich könnte mich theoretisch, wenn ich auf der Platte draufstehe, auch nicht irgendwie mit einem Pfeil, also irgendwie so eine Feuerstelle streifen. Bringt mir das hier unten vielleicht für die Kiste oben links irgendwas? Eigentlich gar nicht, weil das ist ja eine in sich geschlossene Sackgasse, wenn man so will. Na gut, Schwamm drüber. Müssen wir halt gucken, wie wir jetzt ohne diesen ganzen Firlefanz auskommen. Ja, wie komme ich denn jetzt weiter? Hier ist noch so eine Kiste. Aber warte mal, ich glaube, ich bin jetzt in der falschen Zeit. Ich muss jetzt mal in die Gegenwart, weil ich habe ja das Bäumchen Zeitreisender 12-mal zwischen Vergangenheit und Gegenwart gewechselt. Ja, kannst du mal sehen, was ich so alles kann. Theoretisch braucht man ja nur vorm Kristall stehen und die ganze Zeit gegenkloppen, ne? Ist jetzt nur keine Meisterleistung. So, was haben wir hier? Ein Stern. Ich glaube, in der anderen Kiste wird auch ein Stern drin sein. Oder eine Karte. Wobei die Karten schon wieder ganz cool sind, weil ich ja noch diesen Champion-Rang irgendwie schaffen möchte irgendwann. So, aber wie ich jetzt hier nach unten weiterkomme? Achso, hier einfach nach unten laufen, ne? Manchmal sind die Dinge einfach zu simpel für mich. Schon wieder viel zu kompliziert gedacht. So, zu der Kiste möchte ich bitte auch noch hin. Wäre das irgendwie möglich, Spiel? Ich meine, du hast mich jetzt schon genug gedemütigt mit der einen Kiste, an die ich nicht rankam. Das scheint dem Spiel aber offensichtlich nicht auszureichen. Wobei da unten auch noch ein Weg lang führt. Wo ist denn eigentlich meine Minimap? Ich hatte doch meine Minimap freigespielt, oder? Warum ist die hier nicht? Und warum ist hier eine Bombe? Da ist bestimmt eine Feuerstelle drin. Nee. Hätte auch nur bedingt Sinn ergeben, weil ich die ja von hier auch gar nicht so anschießen kann. Aber da... Komme ich da ran? Nee. Schade eigentlich. Kann ich die irgendwie anbomben quasi? Irgendwie ein bisschen unrealistisch, ne? Also, dass die Bomben dafür nicht so das klassische Mittel sein sollten, ist mir schon klar. Aber dass das wirklich diese Feuerstelle überhaupt nicht juckt und das nicht mal zum leichten Auflodern bringt, das ist schon komisch. Ja, hier komme ich mit einem Pfeil ran. Das erkenne ich. Ich will trotzdem erstmal gucken, was wir hier noch haben. In der Zeit, wo wir uns jetzt befinden, quasi in der Gegenwart. So, eine Kiste. Sehr schön. Gut, dass ich das zuerst gemacht habe. Autschen. Ihr dürft übrigens auch gerne mal wieder Herzen droppen. Also da ist euch keiner böse. So, was haben wir hier?
Superstern von Evoland. Achso, weil wir jetzt den, den 20. gefunden haben. Alles klar. Ich verstehe. Ich weiß zwar immer noch nicht, was uns das bringen soll, aber naja, das Jäger- und Sammlerherz freut sich, ne? So, einmal dann so bitte. Okay. Ich mag auch irgendwie diese Musik viel mehr, aber ich glaube, das liegt so ein bisschen an meinem Alter, weil da irgendwie so immer haufenweise Erinnerungen über einen hereinbrechen. Kann ich diese Büsche, die kann man nicht anschießen. Vielleicht, wenn ich irgendwie das mit Feuer oder so kopple. Kann sein, werden wir vielleicht noch ausprobieren. Hier gibt es auf jeden Fall jetzt einige Feuerstellen, die man wahrscheinlich erstmal entzünden muss, um dann dieses Bäumchen hier zu entfernen. Okay, vielleicht werde ich jetzt aus diesem Schritt heraus auch irgendwie die... Haha, voll getroffen. Die ist voll in den Pfeil reingeflogen. Diese eine Kiste, vielleicht werde ich die darüber auch irgendwie jetzt erreichen. Wo ich gerade ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer habe, wo ich hier ansetzen soll. Warte mal, wir hatten doch hier... Hatten wir hier in der unmittelbaren Nähe gar keine Feuerstelle? Oder kann ich jetzt mit den Bomben irgendwas machen? Ich glaube es zwar nicht, aber irgendwie habe ich gerade so ein bisschen... Macht sich gerade so ein bisschen Ratlosigkeit breit. Oder ich muss jetzt hier gar nichts machen, sondern einfach in der Vergangenheit hier einfach weiterlaufen. Ich meine, irgendwas muss ich ja jetzt hier probieren. Die ganze Zeit im Kreis laufen bringt ja niemanden weiter. Aber auf jeden Fall scheint das keine allzu falsche Idee gewesen zu sein. Was ist das denn hier? Wir können Folgendes entziffern. Entzündet meine Flamme, um einzutreten. Oh ja, Baby, ich mach dich ganz heiß, damit du mich eintreten lässt. Genau das werden wir tun. Ich bin gespannt, ob das auch eine ganz normale Statue ist, wenn wir jetzt in die modernere Welt wieder übergehen. So, warte mal, ich will erstmal hier alle Wege freisprengen und aufmachen. Und gucken, wie weit wir jetzt hier kommen. Boah, okay, das ist ja so ein bisschen weitläufiger, aber erstmal einen Gesamtüberblick verschaffen. Und möglichst schauen, dass wir viele Feuerstellen aktiviert bekommen und ja, möglichst viele Schätze auch mitnehmen können. So, ich würde ja fast sagen, wir sind jetzt hier einmal rum. Erstmal alles putt machen. So, jeder Busch muss sterben, egal wie schön er aussieht und wie sinnvoll er ist. Aber ich habe gerade hier voll die Zerstörungswut, jawohl. So, damit hätten wir das auch erledigt. Bringt es was, dann nochmal reinzuschießen? Nein. Bringt es in diese Richtung irgendwas? Nee. Doch. Doch. Doch, 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 doch. Das habe ich aber gerade... Ach so, ja, nur dem Geräusch entnehmen können. Wobei, das hätte man wahrscheinlich auch so erkannt, wenn man jetzt hier einmal nochmal rumgelaufen wäre. So, dann haben wir hier noch ein paar Büsche. Das wird uns aber nur dorthin bringen, wo wir schon waren. Genau. So, krieg ich diese... Ja, die Feuerstelle krieg ich auch angefackelt, abgefackelt, wie auch immer. Allerdings erst nachdem die Büsche weg sind. Ich verstehe. So langsam ergibt das ja alles Sinn, auch in meinem Kopf. Man mag es kaum glauben, aber es gibt diese erleuchtenden Momente. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt denn das Geräusch? Gerade schon wieder Panik gehabt, dass ich irgendwas falsch verstanden habe, aber nee, das hat funktioniert. So, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Ich glaube, da waren noch ein paar mehr. Hier können wir noch nicht durch. Da gibt es allerdings auch nochmal eine Feuerstelle. So, die Statue, die steht uns jetzt hier ein bisschen im Weg, aber wir können das Ding trotzdem entzünden, indem ich jetzt nochmal auf die andere Seite gehe, genau, und das dann von da aus irgendwie platt mache. Das ist cool. Ich merke nur langsam, dass ich immer so ein bisschen aufpassen muss, wenn ich geistig hier so ein bisschen versinke, wie das klingt, dass ich nicht vergesse, mich auch ein paar Mal zu Wort zu melden, weil... Ich kenne das irgendwie gar nicht. Also aus den Spielen, die ich normalerweise immer Let's Playe, wird das gar nicht so abverlangt, so, ne? Also wisst ihr, was ich meine? Ah, okay, Statue weg. Verstehe. So, da sind aber trotzdem noch Feuerstellen gewesen. Ich will mal gucken, was jetzt passiert. Also ich weiß ja, was passiert, aber ich will das trotzdem mal ausprobieren. Hier wieder... Nee. Mann, Baum, ey, wer hat dich denn da gepflanzt? Den Menschen, den verklage ich, wenn ich irgendwann groß bin. Jawohl. Einmal hier nochmal den Weg rumlatschen. So. Da sind wir wieder in einer 3D-Perspektive, die für mich sofort unübersichtlicher wirkt. Also, ich habe echt überhaupt keinen
überhaupt keine Gabe, da so den Überblick zu behalten. Vielleicht gibt es sogar irgendeine fachspezifische Beschreibung für diese Einschränkung, keine Ahnung. Jo, hier waren wir bisher noch nicht. Und hier haben wir das Bäumchen. Das heißt, ich müsste da oben eine Feuerstelle nutzen, wenn es denn da eine gibt. Oder weiter unten. Achso, ich müsste theoretisch gar keine nutzen. Oh, dieser Kristall ist inaktiv, aber das Amulett sollte ihn aktivieren können. Achso, ah, okay. Dann habe ich jetzt eine ganz andere Theorie. Dann werden wir wahrscheinlich hier da unten das zweite Amulettteil finden. Und dann, weil das erste haben wir ja schon. Und dann wird da der richtige Weg sein, wo ich jetzt noch nicht weiterkam. Könnte ich mir vorstellen. Aber das ist auch noch nicht weg. Ja, da habe ich auch keinen Plan. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt hier erstmal nach rechts und ich gucke mir das dann nochmal an, wenn wir wieder zurückkommen. Und ja, Feuer frei. Okay, neuer Dungeon, neues Glück. Das ist total ungewohnt, das Spiel jetzt hier bei Tageslicht zu spielen. Boah, ich kann echt sowas von überhaupt nicht treffen. Ich glaube, ich hätte mich auch richtig schwer getan bei dem Spiel Evil Quest, was ich bei Evil Bloody Eyes gesehen habe. Bei der Evil Bloody Eyes, bei der irgendeinen Ollen da, die da so auf YouTube rumgeistert. Da fand ich das Kampfprinzip auch ziemlich geil, so das ganze Spiel eigentlich. Aber das sah mir irgendwie schon so ein bisschen zu schwer aus. Und da habe ich mir mal schon gedacht, meine Güte, bei deiner Treffsicherheit würdest du dich auch in diesem Spiel wahrscheinlich sehr, sehr schwer tun. Aber bisher sind wir ja hier ganz gut durchgekommen. Wie häufig habe ich... Oh, den Game-Over-Bildschirm gesehen. Einmal, glaube ich, nur, ne? Ja, und kaum spricht man davon, kommen wieder meine heißgeliebten Zauberer. Hallöchen! So, aber das sind nur diese. Ich glaube, diese, die diese blauen Feuerbälle schießen, die waren irgendwie ätzender. Wobei das auch immer so ein bisschen von den Begleitungen abhängt, die ich hier so mitbringen. Und das Kampfareal ist auch nicht so das allerbequemste. Mann, diese Skelette nerven aber auch so ganz dezent. Okay, warte mal. Ich glaube, ich werde die gleich mal wegbomben. Wenn ich denn diesen, genau, diesen Zauberer irgendwie habe. Habt ihr das gerade gesehen? Im Menü laufen die noch weiter. Das ist voll irritierend. Darfst auch gerne mal meine Bombe reinlaufen. Voll cool da. Ist voll warm. Das ist immer hell vor den Augen, weißt du? Jetzt, komm, beide. Yes. Cool. Wie das voll funktioniert hat. Nützt der Bogen eigentlich auch was gegen die? Jawohl, Scharfschütze. Ihr habt ein Skelett mit einem Pfeil getötet. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass wir dafür dann auch nochmal so einen Erfolg freischalten. Aber nehmen wir natürlich gerne mit. Was haben wir hier Schönes? Erste Amuletthälfte. Eine von zwei Amuletthälften. Ich dachte, wir haben eine schon. Okay. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Dann war das wohl doch keine. Die Höhle, die war mir sowieso von Anfang an nicht geheuer, weil die irgendwie viel zu schwer und viel zu komisch war. Und der Boss, der hat mich auch erstmal irgendwie so ein bisschen traumatisiert. Aber wovon ich denn jetzt, oder habe ich doch die zweite Amuletthälfte? Habe ich erst die zweite gefunden und das hier war jetzt die erste? Ich weiß es nicht. Dadurch, dass wir hier kein richtiges Menü haben, kann ich das eben auch nicht nachprüfen. Aber das Spiel wird uns schon sagen, wenn irgendwas fehlt. Boah, ich wette, hier sind auch wieder so viele Geheimgänge. Also dadurch, dass es in dem Spiel offenbar unsichtbare Wände gibt, mache ich mir auch keine Illusion, dass ich hier alle Secrets finden kann, weil ich habe keinen Bock in diesem Let's Play, jede Wand abzulaufen. Ich würde es machen, wenn ich alleine spielen würde, aber da habe ich ja sowieso die Chilligkeit gepachtet. Ja, das ist, ihr werdet, glaube ich, erstaunt, wie man Spiele noch langsamer spielen kann, als ich das hier in den Let's Plays schon tue. Ist für mich fast schon so ein Beschleunigungsmodus, ja, im Vergleich zu dem Spieletempo, was ich an den Tag lege, wenn ich alleine bin. So, jawohl, wir haben offensichtlich tatsächlich beide Amuletthälften. Also war meine erste Intention, also nicht Intention, mein erster Impuls doch richtig, zu sagen, dass wir die eine Hälfte schon eingesammelt haben. So, jetzt hier erstmal den Überblick wieder so ein bisschen herstellen. Ich habe im Hinterkopf immer noch diese eine Kiste, die ich nicht erreichen konnte. Aber so wie die Bäume angeordnet waren um die Kiste herum, glaube ich nicht, dass ich von der Ecke, wo ich mich hier gerade aufhalte, irgendwas bewirken kann. Nichtsdestotrotz will ich mal gucken,
was wir jetzt zum Beispiel mit dieser Feuerstelle hier alles machen können. Ich schieße einfach mal in alle Richtungen, was offensichtlich nicht allzu verkehrt gewesen ist. Wobei ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, Leute, dass ich nochmal gucken möchte. Weil in dem Moment, wo ich oben irgendwas freigeschaltet habe, kann ich theoretisch auch wieder den Hauch einer Hoffnung aufbauen, dass mich das weiterbringt. Aber was hat das denn jetzt gerade freigemacht? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warte mal, ich könnte ja theoretisch mal gucken. Also wenn das jetzt hier wirklich der ganze Umweg ist, um diesen einen Schatz zu erreichen, dann ist das auf jeden Fall mega kompliziert. Lass mich in Ruhe. Ist kein Bock wegen dir, die Waffe zu wechseln. Hau ab. Weg da. Ich finde euch zwar mega süß mit euren großen Kulleraugen. Nein, ich finde euch nicht süß. Eure Augen sind fett und scheiße und hässlich. Und funktionieren hoffentlich bald nicht mehr. Und ich weiß, wovon ich spreche, ja? So. Okay. So, jetzt gucken wir noch hier mal. Ich dachte nämlich eigentlich, dass dieser Baum, an dem ich gerade nicht weiterkam in der Gegenwart, dass der jetzt weggebrustet worden wäre. Aber war offensichtlich nicht so. Deswegen schaue ich da jetzt nochmal auf diesem Wege nach. Weil cool wäre, ich habe diese Feuerstelle da angemacht, ne? Das wird's gewesen sein. Ich glaube, das kommt auch hin. So. Vielleicht wird das wirklich das Rätselslösung am Ende sein. Weil in ganz kleinen Schritten taste ich mich jetzt wieder zurück zur Truhe. Und das finde ich gut. Auch wenn ich jetzt hier gerade das Gefühl habe, wieder in der Sackgasse zu stehen. Und da unten ist ja noch eine Kiste. Die hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber diese Feuerstelle jetzt, die bringt mir irgendwie nichts mehr, oder? So, warte mal. In die Richtung bringt es nichts. In die auch nicht. Die aber. Ich wollte gerade schon anfangen zu pöbeln. Was zum Teufel hat das dann hier bitte alles für einen Sinn? Aber... ja, okay. Aber zu den beiden Kisten, die mir noch fehlen, kann ich jetzt irgendwie immer noch keinen Zusammenhang herleiten. Aber vielleicht soll man das auch gar nicht. Was weiß ich. Wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall ist das mit viel Lauferei verbunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Ende... wenn ich das hier irgendwann mal überblickt habe, dass das alles umsonst war. Ich hoffe es zumindest. Mann, ey, wie ich diese Mistviecher irgendwie gar nicht treffe. Aber ich finde, dass sie trotzdem cool aussehen. Hm, so fair muss ich leider sein. So, muss mal kurz einen Schluck trinken. Man kann parallel dazu offensichtlich nicht mehr richtig laufen. Aber egal. Frisst ja keinen Schaden oder so. Wenn man mal falsch läuft. So, dann habe ich jetzt hier vorhin, also gerade eben, irgendwas erleuchtet. Also irgendwas ist hier jetzt passiert. Ich glaube, das war irgendeine Feuerstelle auf der linken Seite. Kann das sein? Was habe ich hier gemacht? Oder war hier... ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Auf jeden Fall ist irgendwas passiert und es muss irgendwo auf dieser Höhe hier gewesen sein. Das heißt, wenn ich jetzt wieder in die Gegenwart zurückgehe, dann müsste ich eigentlich auch die Kiste erreichen, korrekt? Nee. Weil dieser Baum mir hier im Weg steht. Okay, hier habe ich aber ein Steinchen. Bin ich doof? An dem bin ich doch vorhin schon vorbeigelaufen. Na gut, dann von mir aus auch so. Und so sieht das dann wahrscheinlich aus, wenn man nach und nach die ganzen Bäume abfackelt, oder? Wobei bei uns bleibt nicht mal der Baumstamm übrig. Bei uns verschwindet gleich alles, wenn wir einmal unseren Feuerpfeil da reinjagen. So, was gibt's hier? Schönes Stern? Nee, eine Karte. Eine Kehreskarte. Eine charakterspezifische Karte. Das sind in Final Fantasy 8, wenn ich mich recht entsinne, ja die besten gewesen. Wenn das hier auch so ist, dann ist das echt ein guter Fund. Bringt uns auch ein Stück weit näher in die Champion-Richtung. Ich bin gespannt, ob das der einzige... Kartenspieler ist, den wir hier antreffen. Ich glaube ja fast nicht. Aber man weiß es halt nicht, ne? So, gab es hier sonst noch irgendwas? Ich will wieder in die andere Perspektive. Ach, aber ich glaube, hier kann ich gar nicht lange bleiben, weil wir müssen nach rechts weiter. Und das ist auch der einzige Weg. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen, aber das muss ich jetzt in Kauf nehmen. Ja, denn ich will halt wissen, wie es weitergeht. Diese eine Kiste, das nervt mich, dass ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Seht euch um. So viele tote Bäume.
Das Böse hat sogar schon den Heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Aogai eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden. Das habe ich jedoch nicht. Ey, ich bin maximal verwirrt. Ich werde mich zu dem Thema nie wieder äußern, habe ich gerade beschlossen. Bevor es zu spät ist. Oder der wird uns jetzt genau dorthin schicken, wo wir schon gewesen sind. Und wir haben quasi schon Vorarbeit geleistet. Das kann natürlich auch sein. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich wieder am Anfang rauskommen würde. War hier diese Kiste irgendwo? Ach egal, ich gehe jetzt einfach zurück. Ich habe es vermasselt. Weil ich hatte ja, als ich den Wald... Lass mich mal kurz überlegen. Als ich den Wald betreten habe, da hatte ich schon... Nee. Doch, da hatte ich den Bogen schon, oder? Weil nicht, dass ich von Anfang an irgendwie was mit dem Bogen machen muss. Ich habe das in der ersten... In dieser ersten kleinen Mini-Höhle habe ich den Bogen gefunden. Ich will mal ganz kurz schauen. Nicht, dass ich hier jetzt vielleicht das Rätsel zur Lösung noch irgendwie aufdecken kann. Ich glaube zwar nicht, aber... Man kann ja mal gucken. Das war aber schon relativ weit am Anfang. Hier irgendwo, glaube ich, ne? Da oben. Nee, ich gehe jetzt einfach zurück. Ich gehe jetzt einfach zurück, muss ich halt mit leben. Oder ich versuche das wieder offscreen und kommt drauf an, wo der Onkel uns dann jetzt hinschicken wird für die nächste Mission. Und ich könnte theoretisch dann den nächsten Part in dem Moment beginnen, wo ich eine Lösung habe. Aber hier bin ich ehrlich gesagt, im Gegensatz zu dieser anderen Truhe, die ich damals irgendwo am Partende gesehen habe, nicht so... Also ich habe ehrlich gesagt gar keine Idee, wonach ich jetzt genau Ausschau halten soll, weil ich habe, glaube ich, alles, was in meiner Macht steht, auch irgendwie erprobt, ohne Erfolg leider. Ja, ey, die zaubert hier wieder daneben, so habe ich es ja gerne. Er schafft seine Pilze wieder nicht, das wird ja immer besser hier. Genau so habe ich mir den Einstieg vorgestellt in die rundenbasierten Kämpfe. Genau so, ganz toll, ich bin ja total begeistert. So, die Zufallskämpfe lasse ich jetzt ja alle drin. Für mich ist das jetzt auch wieder eine neue Aufnahmesession und alles wieder irgendwie total aufregend und toll. Und ich freue mich voll, dass ich das jetzt weiterspielen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr voll Bock auf Spiele habt, aber einfach mal so hundeelendsmüde seid, dass euch die Augen zufallen und man sich darüber eigentlich nur noch ärgert. So ging es mir nämlich gestern Abend, als ich aufgehört habe. Okay, dann gucken wir mal, was Herr Onkelchen zu sagen hat. Vielleicht haben wir ja schon so viel Vorarbeit geleistet, dass wir jetzt da gar nicht hin müssen, sondern direkt... zum nächsten Zielort weiter können und das jetzt hier überspringen können. Mal schauen. Gute Arbeit! Jetzt, wo ihr das ganze Amulett habt, könnt ihr die schwarze Zitadelle betreten. Sie befindet sich östlich von Aogai, gleich hinter dem Fluss. Viel Glück! Danke. Wir wissen ja schon, wo die ist. Das war dieser riesige Turm, den wir da gesehen haben. Also er sah zumindest riesig aus. Ob er es am Ende auch sein wird, sei mal dahingestellt. Aber... Ja, wenn ich euch jetzt verabschiede und sage, wir sehen uns im Wald wieder, dann habe ich offscreen wieder so ein paar Zufallskämpfe und dann bin ich wieder voll überfordert, wenn ich da Level-Ups habe und weiß immer nicht, wie ich das dann handeln soll. Ich lasse die Truhe jetzt einfach. Ich werde mit Sicherheit auch andere Kisten ausgelassen haben. So. Oder ich kann natürlich hinlaufen, gucken, ob ich eine Lösung finde. Wenn ich sie finde, das Spiel nochmal neu laden und dann auch den Weg dahin mit euch zusammen durchlaufen. Ach, keine Ahnung, aber eigentlich habe ich jetzt auch Bock, zur schwarzen Zitadelle zu gehen. Ach, ich bin so hin und her gerissen. Aber egal, das soll nicht euer Thema sein. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ihr lasst euch überraschen. Und ja, ich danke fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!